So, Jesus Christus ist derselbe Gott. Gott ändert sich nicht. Jesus ist derselbe gestern und heute und auch in Ewigkeit. Derselbe Gott, der im Alten Testament befohlen hat, was wir dann lesen in 5. Mose 2, Vers 31 bis 34, was ich gleich zitieren werde. Das ist derselbe Gott des Neuen Testaments. Jesus ist kein Pazifist. Die Bibel sagt in 5. Mose Kapitel 2, Vers 31, und der Herr sprach zu mir, siehe, ich habe begonnen, Sihon samt seinem Land vor dir dahin zu geben. Fange an, es in Besitz zu nehmen, damit du sein Land besitzt. Und Sihon zog aus uns entgegen, er und sein ganzes Volk, zum Kampf bei Jahas. Aber der Herr, unser Gott, gab ihn vor uns dahin, sodass wir ihn samt seinen Söhnen und seinem ganzen Volk schlugen. Und wir nahmen zu der Zeit alle seine Städte ein und wir vollstreckten den Bann an jeder Stadt, an Männern, Frauen und Kindern und ließen keinen übrig, der entkommen wäre. Nur das Vieh erbeuteten wir für uns und das Beutegut aus den Städten, die wir einnahmen. Das ist immer noch derselbe Gott, der das befohlen hat, der das gesagt hat in seinem Wort im Alten Testament. Das ist derselbe Gott des Neuen Testaments. Und dann gibt es diese Christen heutzutage, die sich fragen, ach, wie sollen wir jetzt mit dieser Stelle umgehen? Wie sollen wir mit diesen martialischen, kriegerischen Stellen im Alten Testament umgehen? Habe ich wirklich schon mal gehört, die Frage. Wie sollen wir damit umgehen? Warte mal. Wir als Christen glauben an die Bibel. Ich verrate dir jetzt, wie wir damit umgehen sollen mit solchen Stellen. Amen. Gut so. Richtig. Weißt du, wenn Gott sagt, rottet dieses Volk aus, vollstreckt den Bann an ihnen, an Männern, Frauen und Kindern. Amen. Gut so. Das, was Gott sagt. Ich meine, glaubst du nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist? Glaubst du nicht, dass Gottes Gesetz perfekt ist? Glaubst du nicht, dass der Herr Gott ist, dass er mit seiner Schöpfung machen kann, was er will? Hey, Gott hat sie dahin gegeben. Vers 33, aber der Herr, unser Gott, gab ihn vor uns dahin, sodass wir ihn samt seinen Söhnen und seinem ganzen Volk schlugen. Amen. Das ist richtig. Aber Gott ist langmütig, er ist langsam zum Zorn, lässt sich nicht schnell reizen und er gibt Völkern hunderte Jahre Zeit, umzukehren von ihren bösen Wegen, dass sie nicht zerstört werden. Aber wenn sie das nicht tun, dann werden sie zerstört eines Tages.